Dänemark, jetzt Frankreich und dann Spanien. Dann sind 7 Länder. Und das alles in einem Jahr. Haben wir einen sehr netten Herrn mit deutschen Wurzeln getroffen. Und gerade angekommen auf dem Stellplatz. Ist schön hier. Die Autos stehen hier alle an einem kleinen Teich. Da stehen wir. Da gehen wir jetzt mal rauf. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bonjour. Wir sitzen jetzt hier vor dem Wohnmobil mit dem Reinhold, den wir hier kennengelernt haben. Und er hat uns eingeladen und hat eine mitgebracht. Naja, wir sind hier runtergekommen, hier von der Grotte. Hier runtergefahren, hier, hier, hier. Und dann sind wir da gelandet. Und er erklärt uns ein bisschen, was es hier an Attraktionen in der Gegend gibt, wo wir noch gar nicht gesehen haben und gar nicht wissen. Sonny, bitte. Und wir haben eine Karte von ihm bekommen, wo alle Sehenswürdigkeiten drauf sind. Ja, schade, dass man so schnell vorbeifährt. Hier ist ja unheimlich viel zu sehen. Ne? Guten Morgen. Für uns geht es jetzt hier weiter. Wir hatten eine super Nacht, einen ganz tollen Abend gehabt. So, wir fahren jetzt zum Entsorgen. Wasser ablassen, Frischwasser tanken. Jo, so der Plan. Der tanzende Mann am Morgen. Also den Stellplatz können wir hier nur empfehlen. Der ist liebevoll angelegt. Auch wenn die Rezession bei Park for Night diesen Platz madig machen, also wegen angeblichen Ratten. Es sind keine Ratten, klär das mal auf. Das sind Nutrias, die kommen in der Dämmerung raus, grasen da rein und gehen dann in diesen Teich und kommen wieder raus und gehen wieder rein und sind da sehr aktiv, wenn es dunkel ist. Und das ist eigentlich schön. Das sind ziemliche Oschis und so groß. Haben wir auch beobachtet, wie groß? Nur filmen konnten. Wie groß? Ich hab's jetzt nicht. So groß.
Ja. So eine Orchidee. Ja. Und sehr total schön. Lieb. Also, schön zu beobachten. Ja, schön keine zu beobachten. Hier, dass die schimpfen. So ja. Also das haben wir auch jetzt nicht verstanden. Und der Sensation. Ja. Reinhold. Dass das eine Sensation hier ist und die Leute, die gerne beobachten, die sind nicht angriffslustig, die machen gar nichts und zerstören auch nichts, sind nur da. Und dann geht's weiter. Mit Türmchen, mit allem, also boah, da auch. Ja, wo bist du denn hin? Wo bist du denn weg? Ach, ja. Ja, jetzt sind wir in diesem kleinen idyllischen Ort hier angekommen, auf dem Berg, habt ihr ja gesehen, durch die Schlucht. Aber die Stellplätze sind zu klein, also maximal Länge von 5 Metern, wenn es überhaupt so ist. Schade, zeig's mal. Eigentlich schön angelegt, muss ich ehrlich sagen, sogar mit Wasserentsorgung. Der Ort ist sehr idyllisch, also es sieht richtig friedlich hier aus. Also sehr eng alles gemacht. Also die Stellplätze hier, die sind genauso groß wie ein Pkw-Stellplatz. Ja, aber die Aussicht, unbezahlbar. Wirklich wahr. Also da nochmal die Stellplätze. Liebevoll gemacht, keine Frage. Nur leider zu klein für uns. Oh, mit seiner Terrasse. Boah. Der Hauptstraße. Über der Hauptstraße kann man schon was sagen. Ja. Boah, geht das hier eng zu. Also das ist schon eine sehr abenteuerliche Route, die wir jetzt gerade gewählt haben. Wahnsinn. Oha, da ist irgendwas passiert. Oh nein, die haben die Straße gesperrt. Hä? Und nu? Route Barriere.
Tja, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Und zwar muss hier irgendwas passiert sein. Wahrscheinlich Steinschlag oder dass irgendwas ist. Also es ist nur Route Barriere. Die haben einen Zaun errichtet und ja, blöd, ey. Jetzt müssen wir die ganze Strecke zurück. So, ich werde jetzt mal dahin gehen. Ja, 12 Tonnen. Deviation heißt wahrscheinlich Umleitung. Direkt danach biegen Sie rechts ab. Wahnsinn, ja. Oh wei, also es wird immer schlimmer. Immer enger. Enger. Biegen Sie rechts ab. Nee, sowas liebe ich überhaupt nicht. Ja, wenn ihr euch fragt, wir sind immer noch unterwegs. Der letzte Stellplatz, da wollte ich einfach nicht bleiben. Da hatte ich ein komisches Bauchgefühl, keine Ahnung. Jetzt fahren wir wieder die Serpentinen zu einem nächsten Stellplatz an einem See. Werde ich nachher einblenden, wie der heißt. Boah, jetzt wird mir gerade aber ein bisschen übel. Boah. Ich hatte doch, glaube ich, schon erwähnt, dass ich ein Schisser bin, oder? Links ab. Ich will nur so eine komische Brücke. Vielleicht hält die uns durch. Na, das sieht doch toll aus hier, oder? Jetzt kommt es drauf an, wo Süd ist. Ach so. Keine Ahnung, wie viel draußen mehr. Wäre vielleicht doch andersrum schöner, Schatz. So, ihr Lieben, hier stehen wir. Nach einer Irrfahrt, wahrhaftige Irrfahrt, sind wir angekommen über Umwegen. Also wir mussten einmal das ganze Tal noch einmal durchfahren, weil wir diese zwei Straßen, die hier angegeben sind, nur bis 3,5 Tonnen nicht fahren durften. So, und jetzt ging es dann für uns dann, habt ihr ja gerade gesehen, über die Brücke und dann über noch eine Brücke und dann sind wir jetzt hier angekommen. Das nenne ich mal eine Versorgungsstation, eine Entsorgungsstation. Ich glaube, für Männer ist das natürlich ideal. Sowas habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Toll. Ein Waschbecken und Toilette.
Ja, guten Morgen. Auch auf dieser Etappe lernen wir zwei wunderbare Menschen kennen. Zwei Mädels, die mit dem Fahrrad von Kassel nach Marokko wollen. Und für euch geht's jetzt weiter. Ja. Toll, dann wünschen wir euch eine gute Fahrt und sichere Fahrt, knitterfreie Fahrt. Bleibt gesund. Vielleicht trifft man sich ja wieder auf dem Weg. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Gute Fahrt. So, für uns geht's jetzt weiter. Ja, die Nacht war toll. Und jetzt schauen wir mal, wie wir jetzt über die Berge weiterkommen und weiterfahren. Das Wetter soll heute umschlagen. Also Sturm wieder angesagt, Regen, Gewitter. Und naja, aber die Aussicht ist hier einmalig. Also ein super Platz zum Übernachten. Wir haben uns hier sicher gefühlt. Ruhig war es und eigentlich zu ruhig. Das einzigste Manko ist, dass dieser Platz abends total dunkel ist. Also hier gibt es weder Lampen oder so, aber das hat uns jetzt gar nicht gestört. Nun gut, dann werden wir jetzt losstarten. Jetzt noch schnell tanken, weil wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen ultra viel Sprit verbraucht. Ja, in den Bergen, da brauchen wir ein bisschen mehr Sprit. Ja. Oh, das geht aber da sehr eng zu. Ne? Achso. Was ist da? Ja, das nenne ich mal eine Waschstraße. Eine Außenwaschstraße. Super. Das Wetter wird jetzt immer schlechter. Tja, ein schweres Gewitter. Überrascht uns jetzt heute Abend. Also es ist schon richtig derb. Boah. Es hakt, ne, das Schloss. Naja, Mensch, hast du das nicht gesehen? Ich hab hier geschaut. Hey! Guck mal lieber in das Gesicht, ob du jetzt irgendwas hast.
Habe ich Charakter. Shalom, ist es dann? Okay. It's okay. It's okay? Yes, it's okay. Yes. Okay. Excuse me. Was a cat? No, yes. Still reverse. Okay. It's good. Verteidigt die Haus im Mund? Ja, aber dass die uns jetzt nachläuft. Ja, das wäre wir. Schau mal, wer das ist. Hi! Das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein. Mensch, wir haben gestern so an euch gedacht, ja. Ne? Ja, es war hart. Oh, hi. Hey. Oh, wie lustig. Ich denke, die kennst du noch. Jetzt Sam aus. Ja, was ist also denn komisch war das. Ja, es ist das gleiche Tempo. Irre. Ja. Ja. Wann seid ihr denn angekommen? Heute oder jetzt? Oder? Gerade, wir sind hier nur einkaufen. Ah ja, wir auch. Wir suchen einen Bäcker. Da. Ah ja. Ja. Hier ist ein Stellplatz wieder. Ach schön. Da haben wir gestanden. Wir sind also über die Berge gefahren. Also die kleinsten Straßen einspurig. Also es war richtig abenteuerlich. Und auf einmal Straße gesperrt. Oh nein. Oh, und dann war das Umdrehen ein Riesenproblem. Und dann mussten wir ganz weit wieder, ganz kleine Straße. Also es war echt, wir sind auch nicht vorangekommen deswegen. Aber es war spannend, war echt toll. Spaß gemacht. Na, das ist ja überraschend. Dann Peter hat aber gesagt, was werden, wo werden die sein? Ja. Machen? Wie habt ihr das Gewitter überlebt? Ja, wir haben so eine Container auf dem View geschlafen. Ja? Das war ja schon heftig, ne? Also es gab richtig lange so Wetterleuchten. Ja, stimmt. Und dann hat es später gewittert, aber da haben wir schon eigentlich geschlafen. Also. Okay. Ja. Wie bleibt? Es war irgendwie okay. Wahnsinn. Der Gegenwind gestern war schlimmer. Ja. Ja, meine ich ja jetzt gestern Abend. Ja. Gestern Abend, also da hatte ich so ja Angst. Also. Ja, wenn du so weiter isst, ist es gleich weg bis zum Wohnmobil. Nein. Also gut, dann weiterhin alles Gute. Danke. Bis gute her Fahrt. Oder bis morgen. Ne? Ja. Das ist ja echt witzig. Bis dann. Okay. Ciao. Ja, und dann rechts. Wo? Ja, ach so. Ja, das war jetzt gerade witzig. Unsere zwei Mädels, die wir auf dem letzten Stellplatz getroffen haben, haben wir jetzt hier auf dem zweiten Stellplatz getroffen in der Stadt. Also ist schon süß. So, wir werden jetzt wieder losfahren. Die Nacht war ja sehr spannend mit dem Gewitter. Das habt ihr ja gesehen. Wir werden jetzt hier von Alba in Marleen losfahren und ja, weiter Richtung runter Spanien. Mal schauen, wie weit wir jetzt heute kommen. Die nächste Etappe, die wird wahrscheinlich nie allzu lang sein. Na, gerade haben wir ja noch die zwei Mädels wieder getroffen, die wir auf dem wunderschönen Platz da am Wasserfall hatten. Und die waren selber überrascht, dass wir uns hier in der Stadt wiedersehen.
ein kleines Pläuschen gehalten. Und ja, für die geht's dann heute auch wahrscheinlich weiter. An der Stelle liebe Grüße an euch zwei. Na, wir denken ganz oft an euch. Und ja, wo ihr dann nachts schlaft und mit dem Gewitter, das habt ihr ja vorhin erzählt, habt ihr keinen Platz nirgendwo privat bekommen. Das ist natürlich traurig. Also wir werden jetzt ca. 140 Kilometer fahren in Richtung Mittelmeer und schauen, ob wir da einen schönen Stellplatz, einen schönen Ort dann halt, ne, sehen. Ja, das ist also ein großer Stellplatz, wo man die Möglichkeit hat zum Angeln. Nichts Besonderes, aber dass man da angeln kann, ist halt interessant. Schauen wir mal, für mich toll. Naja, ich weiß aber gar nicht, ob ich da jetzt auch... Ach doch, das ist mit Tageskarte wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, ja. Okay. Na gut, dann starten wir mal durch. Eine gute Fahrt. Eine gute Fahrt. Eine gute Fahrt. Ja, dann werden wir mal sehen, wo es dann jetzt weitergeht. Und wenn euch bisher der Film gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, weil die Glocke ist eigentlich wichtig, dann werdet ihr benachrichtigt, dass ihr einen neuen Film von uns sehen könnt. Macht's gut. Bis bald dann wieder. Und Dankeschön für die ganz lieben Kommentare. Wir freuen uns so sehr, dass ihr so teilnehmt. Ist toll. Ja. Dass ihr dabei seid. Es gibt ein tolles Gefühl für uns. So. Tschüss. Bis nächste Woche.